Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wurden ausgenockt. Ich habe am Freitag noch einmal einen Short auf den DAX geholt mit einem sehr hohen Hebel. Ich glaube, der Hebel lag so bei knapp über 100. Ich hatte auf einen Dip beim DAX gehofft. Das ist leider nicht eingetreten. Deswegen haben wir hier einen Totalverlust erlitten. Steht jetzt auch, der Schein könnte abgelaufen sein oder die Knockout-Schwelle wurde erreicht. Hier steht jetzt 90% im Minus. Der Schein ist aber wertlos. Also der wird jetzt irgendwann nächste Woche wertlos ausgebucht. Ich glaube, 1 Cent kriegen wir noch wieder oder so. Ja, schade, hätte besser laufen können. Ich habe mir kein Stop-Loss gesetzt. Mein Fehler, aber ich setze nur Geld ein, das ich auch verlieren kann. Und wenn ihr sowas macht, dann solltet ihr das auch beachten. Und wie immer, das ist keine Anlageberatung. Ich bin kein Experte. Ich kann viele Fehler machen. Man kann damit viel Geld verlieren. Also macht es mir nicht nach. Schaut es euch lieber bei mir an und lernt was draus. So, dann kommen wir zum Wochenupdate. Und zwar haben wir am 7.2. einen Long auf Gold gekauft, mit 12,61% Gewinn verkauft. Dann haben wir ein Short auf den DAX gekauft, mit 20% Gewinn verkauft. Dann haben wir ein Long auf den DAX gekauft, mit 15% Gewinn verkauft. Bis hierhin lief es auch relativ gut. Bis es dann hier zum ersten Mistrade kam. Und zwar haben wir hier einen Short auf den DAX gekauft, haben wir mit 56% Minus verkauft. Zum Glück, denn dieser Schein wurde auch ausgenockt, aber wir konnten noch rechtzeitig aussteigen und unsere Verluste minimieren. So haben wir unsere Grundlage fürs Traden nicht verloren und konnten das Geld an anderer Stelle wieder einsetzen. Haben dann als nächstes einen Long auf Amazon geholt, auch mit ca. 10% Gewinn verkauft. Auch ziemlich gut. Und dann haben wir hier einen Short auf den DAX gekauft wieder. Dieser wurde aber ausgenockt, sprich hier haben wir einen Totalverlust erlitten. Schade, hätte besser laufen können, aber ist jetzt nun mal passiert, kann man nichts machen. Wir werden versuchen, es in der nächsten Woche besser zu machen. Und zwar habe ich einen Fehler gemacht und ich werde versuchen, nächste Woche darauf zu achten. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich immer gegen den Trend traden wollte. Sprich, ich habe gesehen, dass hier der DAX gefallen ist, beziehungsweise gestiegen ist. Ne? Der Optionsschein hat sich dann dementsprechend negativ entwickelt. Und ich habe gehofft, dass eine Wende kommt und der dann wieder steigt. Dass es dann hier so zum Beispiel wie hier ist, dass er fällt und dann wieder steigt und dann wieder fällt und dann wieder steigt. Das ist leider nicht eingetreten. Und es könnte auch besser sein, wenn man immer mit dem Trend geht. Sprich, in der kommenden Woche werde ich mir vorher die Indizes anschauen, beziehungsweise die Kurse anschauen, wie die sich entwickeln. Und werde versuchen, mit dem Trend zu gehen. Sprich, wenn der DAX sich negativ entwickelt, dann werde ich einen Short holen, sodass in der Hoffnung, dass er noch weiter fällt. Wenn der DAX sich positiv entwickelt, dann würde ich einen Long holen, so in der Hoffnung, dass er sich weiterhin positiv entwickelt. Denn so war es bei den letzten Trades auch. Zum Beispiel bei diesen Long und Short auf den DAX. Was auch so, dass ich zuerst mit diesen Zertifikaten noch weiter ins Minus gerutscht bin, als ich die gekauft habe, und erst später irgendwann die Wende kam. Es hätte aber viel mehr Sinn gemacht, wenn ich erst mit dem Trend gegangen wäre. Sprich, ich hätte noch mehr Gewinn mitnehmen können, indem ich zum Beispiel hier bei dem Short auf den DAX erstmal long gegangen wäre, dann den Trend etwas mitgenommen hätte und wenn dann die Wende gekommen wäre, sprich ich dann gesehen hätte, okay, es entwickelt sich in die andere Richtung, dass ich dann hier den Schein zugemacht hätte und einen neuen geholt hätte.
wieder in die andere Richtung. Hätte man machen können, habe ich nicht. Werde ich versuchen, nächste Woche einigermaßen umzusetzen, je nachdem, wie es zeitlich klappt. Und ich hoffe, dass es dann besser läuft. Hier ist der PayPal-Optionsschein. Den behalten wir noch. Hier sind wir mittlerweile bei ca. 30% im Minus. Aber der wird nicht so schnell wertlos und da kann sich in der kommenden Woche auch noch was tun. Deswegen werde ich den noch behalten. Das ist der Amazon-Optionsschein, hat sich leider auch sehr negativ entwickelt. 12% Minus, weil Amazon bzw. viele Tech-Werte sind am Freitag sehr stark gefallen. Es kann sein, dass sie sich bald wieder erholen. Hier unten stehen immer so ein paar Nachrichten. Ja, wenn es irgendwie News gibt, irgendwas Interessantes, wird auch immer hier bei Trash Republic aktualisiert. Dann ist noch die Frage aufgetreten in den Kommentaren, wie man denn auf Trade Republic Optionen auf Indizes, wie zum Beispiel den DAX, traden kann. Und hierzu muss ich sagen, man kann auf Trade Republic keine Optionen kaufen. Man kann lediglich Optionsscheine kaufen oder Knockout-Zertifikate. Bei den Optionsscheinen ist es so, dass man dann auf einen steigenden oder einen fallenden Kurs setzt und je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt, nimmt man dann quasi erhöhte Profite mit und bekommt sie dann am Ende der Laufzeit als Barausgleich ausgezahlt. Oder man kann sie halt vorher verkaufen. Also ihr könnt diese Optionsscheine oder Knockout-Zertifikate jederzeit verkaufen. Hier ist die Gebühr auch immer noch 1 Euro, sprich bei jedem Kauf und Verkauf zahlt ihr nur 1 Euro. Aber natürlich ist es so, dass Derivate wie Optionsscheine und Knockout-Zertifikate auch laufende Kosten haben, die dann aber sich im Kurs widerspiegeln. Also die zahlt ihr nicht direkt beim Kauf oder Verkauf, sondern die werden in dem Kurs mit einberechnet. Da in den Kommentaren gefragt wurde, wie man den DAX tradet, gibt man einfach hier oben in der Suche DAX ein. Dann geht man hier auf Derivate. Und dann nimmt man hier zum Beispiel, beziehungsweise hier DAX Deutschland. Hier hat man dann drei Optionen zur Verfügung. Einmal Knockout-Zertifikate, Faktor-Zertifikate oder Optionsscheine. Wenn man einen Optionsschein kaufen will auf den DAX, nehmen wir mal hier zum Beispiel auf 16.000 Punkte. Dann gibt es hier unterschiedliche Derivate, die man sich aussuchen kann. Hier ist zum Beispiel einer, der hat eine Laufzeit bis zum 13.12.2023, beziehungsweise letzter Handeltag ist der 12.12.2023. Hier wettet man quasi darauf, dass der DAX an diesem Termin oder bis zu diesem Termin über 16.000 Punkten liegt. Sprich, entwickelt sich der DAX positiv und liegt am Ende über den 16.000 Punkten, dann macht man dementsprechend höheren Gewinn. Liegt der DAX aber darunter, unter 16.000 Punkten, dann wäre der Schein wertlos, weil niemand dann diesen Optionsschein abkaufen würde, da er unter diesen 16.000 Punkten liegt. Sprich, das Ziel wurde nicht erreicht. Man kann diesen Optionsschein aber auch jederzeit wieder verkaufen. Sprich, wenn man zum Beispiel jetzt einen Optionsschein kaufen würde auf den DAX und der wird sich positiv entwickeln und steigt hier jetzt zum Beispiel über 16.000 Punkte, dann kann man den auch jederzeit verkaufen. Und wenn er dann wieder fällt und man denkt, okay, der könnte aber wieder über 16.000 Punkte gehen, kann man den wieder kaufen. Also das ist gar kein Problem. Optionsscheine sind aber relativ kompliziert, vor allem beim Berechnen des Hebels, denn die haben einen inneren Wert und einen Zeitwert und wenn man sich damit nicht auskennt, dann kann es sein, dass es in die Hose geht. Ich bin auch kein Experte, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ich bin hier so ein bisschen am Probieren auch und will euch das zeigen, dass man auch so ein bisschen das Verständnis dafür bekommt. Denn es kann auch sein, dass zum Beispiel der DAX sich positiv entwickelt, seid aber
jetzt hier zum Beispiel unter 16.000 Punkten und der Termin, Einlösetermin wäre nächste Woche. Jetzt als Beispiel. Und dann würde sich dieser Optionsschein wahrscheinlich trotzdem negativ entwickeln, da der Zeitwert halt sehr gering ist. Sprich, ihr habt nur noch eine Woche Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Ist halt sehr unwahrscheinlich und deshalb könnte es sein, dass dieser Optionsschein dann trotzdem negativ läuft, obwohl der DAX sich positiv entwickelt. Das ist ein bisschen komplizierter, muss man sich genauer reinlesen, wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann würde ich empfehlen, dass man sich da auf jeden Fall selbst sehr gut informiert. So, und für kommende Woche werde ich versuchen, immer mit dem Trend zu gehen und ich werde auch versuchen, mir immer Limits zu setzen, sodass ich mir immer eine Stop-Loss-Order setze. Das sprich, wenn sich mein Knockout-Zertifikat oder was auch immer negativ entwickelt, dass ich dann nicht wie am Freitag einen Totalverlust erleide, sondern dass wir immer noch Geld übrig haben zum Weitertraden. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben, lass ein Abo da und sei gespannt, wie sich meine Trades nächste Woche so entwickeln werden. Bis dann.